Wenn ich meinem Vater eine Frage stellen könnte, die ich ihm noch nie gestellt habe, dann würde ich fragen, ob er seinen Vater vermisst. Schlaflose Nacht. Schon die dritte in einer Reihe. Liebster Vater, als Vater warst du zu stark für mich. Besonders da meine Brüder klein starben, die Schwestern es lange nachher kamen. Ich also den ersten Stoß ganz alleine aushalten musste. Ich war damals nachher wohl schon folgsam, aber ich hatte einen inneren Schaden davon. Ich eine Wurst, die ein Zettel als eine alte, harte Hauswurst anzeigt, beiße ich in meiner Einbildung mit ganzem Gebiss in sie hinein. Dich sah ich im Geschäft wüten und schimpfen und schreien, wie es meiner damaligen Meinung nach in der ganzen Welt nicht wieder vorkam. Aber nicht nur schimpfen, auch andere Tyrannei. Das bin ich. Also. Wie hast du mich unterhalten, als du heute mit der Frage kamst, ob du deinem Freund von der Verlobung schreiben sollst? Den Schlag, mit dem der Vater hinter ihm aufs Bett stürzte, trug er noch in den Ohren davon. Liebster Vater, ich wage zu sagen, dass du in deinem Leben keine Begegnung gehabt hast, die für dich eine solche Bedeutung gehabt hätte, wie für mich die Heiratsversuche. Das Leben ist ekelhaft. Ich bin ein lächerlicher Mensch. Tiefer gedemütigt hast du mich mit Worten wohl kaum und deutlicher mir deine Verachtung nie gezeigt. Wenn man sich auf der Gasse wiederfindet, mit Gliedern, die diese schon unerwartete Freiheit, die man ihnen verschafft hat, mit besonderer Beweglichkeit belohnen. Wenn ich Streit mit meinem Vater habe, dann ziehe ich mich meist zurück. Wenn ich mit meinem Vater habe, dann rede ich offen und ehrlich mit ihm. Das Telefon auflegen, wenn wir streiten. Irgendein Tier aus dem Wald. Bestimmt ein Wolf, auf jeden Fall. Ein Maulwurf. Auf jeden Fall auch ein Löwe, der seine Macht zeigen möchte. Ich habe schon Angst vor meinen Eltern, aber nicht wirklich Angst vor Aggression oder sowas, sondern von Enttäuschung, dass die haben mir so viel gegeben. Und